Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge The Hunter Call of the Wild und da callt schon die Wildnis, nämlich ein Schwarzwildhirsch, männlich. Es ist dunkel, weil wir versuchen eine Mission zu machen. Wir haben die Lodges alle freigeschaltet, heißt wir machen jetzt mit einer Mission weiter und versuchen die mal zu erfüllen. Und zwar müssen wir Kojoten am See erlegen, beziehungsweise zwei Stück bei Nacht. Deshalb ist dunkel, deshalb haben wir Nacht. Und das werden wir gleich versuchen, bevor wir aber das machen. Ich mag hier mal kurz schon mal hier, das sind ungefähr 600 Meter, okay. Bevor wir das machen, gehen wir mal gucken, ob wir den Hirsch nicht finden. Da gehen wir doch direkt mal nach suchen, ob uns das im Dunkeln gelingt. Ich muss mal kurz meinen Sound ein bisschen aufsehen, damit ich auch was höre. Und dann gehen wir mal schauen. Hier ist relativ offen, wie es aussieht. Aber ich glaube, so weit darf der gar nicht weg gewesen sein. Weil wir den sonst auf einer anderen Höhe gesehen hätten, den Call. Da ist nämlich so ein Tal dahinter, glaube ich. Oder er war halt noch weiter weg. Wird jetzt ziemlich lustig, den im Dunkeln zu finden. Ich glaube, die Schritte sind nicht von denen, das ist ein Hase oder sowas. Ne, Schweine. Eigentlich eine sehr schöne Wiese hier. Da unten ist er. Da unten ist er. Er hängt fest, glaube ich. Okay. Dann schießen wir mal nochmal ins Genick. Erster Schuss. Habe ich wahrscheinlich das Herz nicht getroffen, weil ich das zu weit vorne angesetzt habe, den Schuss. Durch den Winkel hier vom Berg oben ist er wahrscheinlich vor dem Herz vorbeigegangen. Aber Hirsch ist gefunden. Er wäre halt, glaube ich, nicht mehr gekommen. Er ist auch nicht mehr weggerannt. Weil er, glaube ich, einfach wirklich schon wieder festhängt. Das ist auf jeden Fall nicht gefixt anscheinend. Mit dem letzten Update. Dann sehen wir boah, dass der aber nicht im Herzen war, auch fragwürdig. Nicht genug Durchschlagskraft wahrscheinlich. Nicht genug, obwohl er voll auf Herzkurs war. Na gut. Also alles haben wir auf jeden Fall das erste Tierchen erfolgreich erlegt. Und wir gehen jetzt mal die 600 Meter da eben hinlaufen. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht in der Folge überhaupt schon ankommen. Wenn nicht, wäre natürlich schlecht, weil ich kein Zelt dabei habe. Aber gehen wir mal gucken. Können wir natürlich auch mit dem Quad dahin fahren. Ah, dann machen wir da zu viel Aufregung da vorne. Da oben ist erstmal Bedürfnisgebiet, das nehmen wir erstmal mit. Mal gucken, was sich hier für Tiere noch so rumtreiben. Das ist auch ein Hochsitz. Ist das? Ne, ist nicht der Hochsitz, den ich letztes Mal schon hatte, ne? Ne, ich bin ja ganz woanders. Ich bin in einer ganz anderen Ecke jetzt. Wir müssen mal gucken, ob wir da irgendwie überhaupt hinkommen. Ich müsste wahrscheinlich tatsächlich das Tal lang laufen. Ein Weißwildhirsch hier und auch das Blödsinngebiet ist alles von demselben, bis auf die Fährten da vorne, okay. Aber Wassercall ist ein Elch. Nehmen wir den also mit. Wahrscheinlich werden wir nicht mal ansatzweise dahin kommen und einen Kojoten jagen. Ist wahrscheinlich eh das Beste, wenn man sich ein Zelt hinstellt, glaube ich, für die Mission. Habe ich jetzt nicht mit. Na gut, dann wir versuchen es erstmal so jetzt und wenn es nicht klappt, dann stelle ich immer mal ein Zelt dahin. Dann gehen wir da nochmal hin. Denn ich befürchte, dass wir A. niemals im Leben da ankommen werden. Und B. wenn wir da ankommen, dass wir niemals im Leben da zwei Stück bei auf einmal erlegen werden in der Nacht. Deshalb ist es eigentlich sinnvoller, jetzt ein Zelt hinzustellen, aber was soll's. Machen wir es halt mal nicht.
glaube, die Fährten sind auch schon voll im Elch. Die sehen so groß aus, so große Hufabdrücke. Kann eigentlich nur von dem Elch sein, der hier vorne ruft, aber der geht in die andere Richtung. Aber ich höre ihn schon. Jetzt auch ein männlicher, den ich hier habe und da vorne. Das sind aber zwei, oder? Ich höre zwei zumindest. Hab ja eben auf Fußspur drauf, Mist. Find den mal im Dunkeln. Ist irgendwo hinter der Senke noch. Ups! Das war natürlich die falsche Taste. Hab ich mich erschrocken, ey. Hab ich mich erschrocken. Ich wollte das Zielfernrohr abnehmen. Und drück anstatt die mittlere Maustaste die linke Maustaste. Das ist dumm gelaufen. Das war nicht so gut. Um Gottes Willen. Da schießt einfach mal, aber vielleicht fliegen die nicht so weit. Gucken wir einfach mal. Ich guck mal, was das für Fährten sind. Ob das hier wirklich ein männlicher noch dabei war. Ah ja, das ist der. Da ist doch wieder ein männlicher Hirsch. Jetzt kommen wir nicht mal von der Lodge weg oder hier irgendwas zu erlegen. Ist halt die Frage, ob die Elche vielleicht zurückgecallt bekommen. Ich versuch's einfach. Ich versuch's einfach mal. Ich geh jetzt mal gucken über die Kuppe hier, ob wir da vielleicht den männlichen Hirsch sehen. Der da irgendwo stehen sollte. Jetzt ist halt die Frage, ob der nicht auch vielleicht schon festhängt, weil er dann Lodge da ist. Toll, bei Nacht ist halt alles so dunkel. Ja, da unten callt der Elch. Da vorne steht er schon. Der hängt auch fest, glaube ich. Er hängt, glaube ich, auch fest. Waffe, kommst du bitte? Dankeschön. So. Haben wir den auch? Die Elche werden jetzt wahrscheinlich noch weiter weg sein. Aber wir müssen eh in die Richtung. Vielleicht finden wir die dann noch. Erstmal haben wir jetzt zwei Hirsche erlegt. Beide mit dem Geweih auf dem Kopf, von daher nicht ganz so schlecht. Die nehmen wir doch auf jeden Fall mal dankbar entgegen. Aber wo kam der jetzt überhaupt her? Der müsste mehr... War das vielleicht der, den ich links gehört habe? Und der männliche Elch war gar nicht in meiner Nähe. Aber der männliche Elch callt die ganze Zeit da unten. Aber der hat auch vorher schon da unten gecallt gehabt. Vielleicht habe ich einfach den hier gehört. Aber den haben wir erwischt. Silberwertung kriegen wir da präsentiert. Und wir gehen mal weiter in den Wald hinein. Ich muss da eh so einen leichten Bogen machen darum, denke ich mal, um überhaupt die Chance zu haben, da hinzukommen. Über die Berge, da komme ich auf jeden Fall nicht. Wir müssen auf jeden Fall runter in die Vegetation. Ich call mal für die Elche. Falls da noch irgendwas Elchiges im Wald stehen sollte, werden wir das auf jeden Fall versuchen, auf den Weg zu erlegen. Wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn ich die Fährten einfach verfolgen würde, aber das lenkt mich wahrscheinlich zu sehr vom Kurs ab. Wenn er noch da ist, dann wird er gleich irgendwann eh callen. Sei es ein Warnruf oder sei es halt ein normaler Call. Da vorne ist noch irgendwas. Das können wir noch mitnehmen. Auch wenn uns das eh nichts bringt, aber... Decken wir halt mal die Map hier weiter auf. Und das ist, glaube ich, der männliche, der pinke, ne? Den haben wir jetzt zuletzt aktiviert. Wenn ich es recht in Erinnerung habe. Da hüpfen noch ein paar Hasen durch die Gegend. So. Okay, ist eh nur ein Stein, ist nicht mein Hochsitz oder sowas. Da läuft irgendwas.
Okay, das ist der Elch, der ist erstmal weit weg. Da hinten ist ein männlicher Elch. Ich brauche noch einer rechts von mir. Das könnte vielleicht ein weiblicher gewesen sein, der ja auch schon vorher hier gecallt hat. Habe ich den Männchen ja nicht ins Herz? Doch, habe ich. Wollte ich fast schon sagen. Der stand da wohl sowas von optimal dafür. Wenn ich den nicht getroffen hätte, hätte ich ernsthaft an mir gezweifelt. Ich meine, wäre nicht das erste Mal gewesen, aber man kann schon erwarten, dass man den trifft. Der andere Männliche scheint immer weit weg zu bleiben. Vielleicht ist das ein größerer. Vielleicht ist der tatsächlich etwas größer. Was? Was? Mit dem geweißter Gold? Warum ist er denn Gold? Wenn ihr einen riesen Auslauf in den Folgen habt? Das ist irgendwo der kleinste Geweih, was ich je gesehen habe. Aber einer von euch hat auch in den Kommentaren geschrieben gehabt, ich hatte ja letztes Mal das Problem schon. Beziehungsweise hatte ich da einen riesen Elch erlegt und der hat nicht als Verwertung in Folgebonus gezählt, weil ich ja davor diesen Bug hatte, wo meine Hirsche verschwunden waren, die Toten. Heißt, da meinte ich schon in den Kommentaren, das könnte tatsächlich Diamantelch gewesen sein. Den ich übrigens schon geschossen habe im Livestream, wenn ihr euch erinnert. Habe ich meinen ersten Diamantelch und auch mein erstes Diamanttier überhaupt geschossen. Sprich, das haben wir schon, aber es, ihr meint, das hätte ein Diamant-Elch sein können. Und wenn ich den jetzt sehe und der ist schon Gold, dann glaube ich auch, dass der Diamant war. Aber warum war der denn jetzt Gold? Das verstehe ich ehrlich nicht. Also der war schon in meinen Augen sehr klein. Aber gut, irgendwas scheint da die Berechnung ordentlich da oben getrieben zu haben. So. Aber ich glaube, der weibliche Elch ist erstmal weg. Ich gehe erstmal weiter. Ich gehe erstmal weiter. Er wird dann wahrscheinlich eh, wenn dann, nochmal versuchen, sich anzunähern, zu callen vielleicht. Aber wir machen jetzt erstmal die nächsten Schritte Richtung See, wo wir mit Sicherheit ankommen, weil wir jetzt schon 13 Minuten rum haben und die Hälfte geschafft haben. Top. Aber ich glaube, wenn wir den Weg folgen, sollten wir da hinkommen, richtig? Lass mich auf die Map gucken. Jawohl, genau, dann kommen wir da genau rein. Ja. Heißt, so können wir da auf jeden Fall den See erreichen. Und die Eche, die hier unten im Wald stehen, die sind jetzt eh so halb im Wind drin. Was aber gar nicht so schlimm ist, weil die dann vielleicht den Warnlaut von sich geben, wenn sie uns bemerken. Und wir die dann nochmal genauer anvisieren könnten, anpeilen könnten und beschießen könnten, wenn wir sie denn finden. Aber solange da nichts callt, ist es glaube ich sinnlos, da jetzt unten reinzurennen und zu versuchen, die da irgendwie rauszuziehen. Weil das wenig von Erfolg gekrönt worden wäre, denke ich mal. Da hätten wir nichts zu holen gehabt. Ist hier eine Wiese? Nicht so wirklich, ne? Nicht so wirklich. Ich bin mir so ein bisschen an der Kante lang, aber hier kommt einfach so eine große Wiese, glaube ich. Ja, ja. Wird zumindest offener hier. Ja, aber da unten sind schon wieder Bäume. Also das ist so eine kleine Senke vermutlich, die jetzt aussieht wie eine große Wiese. Die sich aber als... Ah, vorbei, ist schon offen. Vielleicht sehen wir hier was. Aber im Dunkeln... Ach,
Tja, da ist ja mit dem Sehen so eine Sache, ne? Wenn da nichts callt, dann siehst du erstmal außer Nebel gar nichts. Ne, nicht mal mit Fernglas. Nicht mal mit Fernglas für. Ach, auf meinem Monitor nicht. Ich habe jetzt gerade, liegt so ein bisschen daran, dass ich vielleicht hier auch sowieso meinen Monitor überstrahlt habe mit den ganzen Scheinwerfern und. Der blendet alles, weil der reflektiert. Aber da habe ich nicht mal mit Fernglas eine realistische Chance. Irgendwas zu sehen, solange da kein Call oder sowas kommt und ich das ein bisschen besser lokalisieren kann. Das ist leider sinnlos. So, gehen wir also weiter. Ich glaube, da können wir auch Licht ausmachen, wieder brauchen wir keinen Unterschied machen. Es ist auch so ein bisschen neblig, ehrlich gesagt, die ganze Zeit. Das macht mir auch so ein bisschen zu schaffen. Ich meine, sieht super geil aus, ne? Hier mit dem Licht, aber was die Sicht dafür angeht, ist natürlich Käse. Das meine ich zum Beispiel. Guck, da steht er, aber man sieht ihn halt kaum, ne? Man sieht ihn halt kaum, wenn da kein Call kommt. Und sagen, ohne Licht geht es aber doch schon ein bisschen besser, glaube ich, oder? Lass mal nochmal testen. Naja, ohne Licht geht es auf jeden Fall etwas besser. Auch wenn es für euch vielleicht sehr dunkel ist. Aber ich mache jetzt erstmal Licht ein bisschen aus. Ach guck mal, das ist auch so ein Ding. Wahrscheinlich sogar ein Hochsitz. Hätten wir sogar eine erfolgreiche Ansitzjagd haben können, wenn wir da gewesen wären. Ich mach nicht mal wieder an, sehen wir mehr. Auch wenn wir die Tiere auf der Wiese nicht stehen sehen, aber zumindest sehe ich dann, wo ich hinlaufe. Und ihr seht überhaupt was im Video, außer schwarz wie die Nacht. Irgendwo müsste auch hier der Anschluss gewesen sein. Aber ich sehe auch keinen Hirsch irgendwo liegen. Habe ich schon getroffen, oder? Aber getroffen habe ich ihn auf jeden Fall, der hat gezeichnet. Aber ich dachte, hier habe ich ein bisschen besser getroffen. Aber ich, dass ich nicht mal Pferden sehe, ist halt auch verwunderlich. Da oben. Sogar die von dem Hirsch, weil die pink ist. Aber wo ist der denn hingegangen? Wo ist denn der hingegangen? Oder liegt der da schon irgendwo? Ist auf jeden Fall der Anschuss da. Und der ist nicht schlecht. Ist echt in eine Richtung geflohen? Ist ja ehrlich, ne? Der ist hochgeflohen? Ach, guck mal, der hat eine Kurve gemacht. Okay, ich habe nämlich gedacht, der ist da unten geflohen. Deshalb habe ich den nicht gefunden. Aber jetzt, durch den erhöhten Blutverlust, zum Glück leicht zu finden, wenn man die Viecher getroffen hat. Und der ist auch nicht mehr weit gekommen, der liegt nämlich da vorne schon. Ach, ist eine Möwe. Boah, ich dachte schon, er springt was durch den Wald. War aber nix. So, nächster Hirsch. Durch beide Lungen beim Fressen geschossen. Und damit tödlich verwundet. 300 Meter haben wir noch. Werden wir nicht schaffen. Werden wir nicht schaffen. Unmöglich. Hätten wir mal noch das Squad genommen. 600 Meter, war eigentlich klar, dass wir das vielleicht schaffen und ankommen, weil wir dann noch die Zeit haben, da einen Kojoten zu jagen, war eigentlich schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Muss man ja auch mal anerkennen. Aber vielleicht finden wir zumindest noch einen weiteres Tierchen, was sich irgendwo hier im Dunkeln versteckt hält. Ich bräuchte halt nur die akustischen Signale. Damit die sagen, hallo, hier bin ich. Da vorne ist aber erstmal ein optisches Signal, nämlich eine Fährte von irgendwas, was in die Berge gegangen ist anscheinend. Ach, ich musste eh den Weg hier folgen, richtig? Ich bin mir da gar nicht hoch. Vielleicht bin ich schon da. Stimmt, ich bin schon da. Das war leider kein Kuri, sondern ein Hirsch. Ja, oh, alles Hirsche hier leider. I wonder if there's a full moon out. You don't believe in werewolves and ghost stories, do you? Boah. Wehe, ich springe gleich so ein Werwolf aus dem Busch. Wehe, hier springt jetzt gleich so ein fucking Werwolf aus dem Busch. Dann bin ich aber weg. Warum ist denn der Weg hier schon so dicht bewachsen? Da ist ein Kojote. Und die Aute denn da?
ein bisschen Angst, ne? Warum muss der Werwolf erwähnen? Warum tut er das? Gut, den werde ich halt auch nicht einholen. Ich kann mal ein bisschen versuchen, hier ein bisschen rumzucallen. Oh, jetzt lenkt er mich auch noch hier in die Büsche ab. Ne, der war schon richtig, der eine Caller. Trabenderweise ist er hier unterwegs. Da vorne ist los und können wir mal gucken, wie alt die schon ist. Ob wir überhaupt eine Chance haben, den überhaupt noch zu finden. Oder ob der sagt, ne, frisch. Okay. Rumschreist mir erstmal egal, ich will den Hirsch nicht. Aber den. Den hätte ich gern. Das Problem ist, wie kriegen wir den? Ich kann jetzt hier unmöglich durch die Büsche gehen. Da werde ich ihn nie sehen. Ich muss versuchen, den jetzt hier auf die Wiese zu callen. Vorne ist... Da rennt der Hirsch, okay. Da rennt der Hirsch, aber hier ist auch so eine kleine Fläche, um vielleicht den Kojoten zu erlegen. War das schon? Okay, sind zwei Hirsche. Der ist in den Büschen drin. Und da steht er dann vor mir. Da habe ich Glück gehabt, dass der da rauskam. Da habe ich echt Schwein gehabt. Das ist also zumindest Kojote Nummer 1, den wir jetzt hier am See direkt erlegt haben. Weil da hätte ich echt niemals mit gerechnet, dass wir noch einen kriegen. Aber das sollte definitiv Nummer 1 gewesen sein. So ist es, 1 von 2 haben wir. Heißt, uns fehlt noch der zweite. Den holen wir aber nicht mehr heute, sondern vielleicht beim nächsten Mal. Wir werden sehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Und auf Wiedersehen.